Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Rüstungsexporte sind häufig gleichzusetzen mit Elend und Leid. Auch materiell, wie wir schon gehört haben, 2017 sind mehr als 1 Milliarde Euro Rüstungsgüter in Entwicklungsländer geliefert worden. Schade um diese Ressourcen. In den Leitlinien zum Rüstungsexport wird durch Allgemeinplätze suggeriert, alles sei in Ordnung. Es finden sich hohle Phrasen wie restriktive und verantwortungsvolle Rüstungspolitik, umfassende Transparenz und insbesondere die Beachtung der Menschenrechte ist für jede Exportentscheidung von hervorragender Bedeutung. Es ist eben typische Ministeriallyrik. Auch wie verantwortungsvoll ist Deutschland mit seinen Rüstungsexporten? Ist es wirklich so? Ein paar Zahlen. Und hier kann man immer sehen, welche Zahlen genannt werden, auf der Basis welcher Grundlage, welcher Ausgangsgröße, was die Intention der jeweiligen Redner ist. Von knapp 4 Milliarden Euro 2014 sind die Rüstungsexporte auf knapp 8 Milliarden 2015 gestiegen, 2016 leicht auf 7 Milliarden gefallen. In den ersten vier Monaten 2017 wurden 2,4 Milliarden Euro genehmigt. Gute Chancen, die Werte von 2016 wieder zu erreichen. Insbesondere bei dem besonders problematischen Export von Kleinwaffen ist ein ungebrochener Wachstumstrend in den letzten paar Jahren zu beobachten. Aber immerhin, die restriktive Genehmigungspolitik zeigt Wirkung. In den ersten vier Monaten 2017 sind immerhin 3,9% des beantragten Exportvolumens abgelehnt worden. Alle Achtung! Dass sorgfältige Interessenabwägungen vorgenommen wird, ist Makulatur, was am Beispiel der Türkei gezeigt werden kann. Deutsche Waffen wurden an die Kurden geliefert und mit deutschen Waffen bekämpfen die Türken nun die Kurden. Dies auch gerne außerhalb ihrer Landesgrenzen. Aber die Bundesregierung, wie wir gehört haben, erkennt die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei an, auch mit völkerrechtswidrigen Militäreinsätzen im Ausland. Um Zypern herum bedrohen türkische Kriegsschiffe, EU-Schiffe auf der Suche nach Erdgas. Wenn es nicht so traurig wäre, hätte es das Zeug zu einer Komödie. Die Türkei partizipiert mit einem relevanten Anteil in einem hohen 2- bis 3-stelligen Millionen-Euro-Betrag pro Jahr an den Rüstungsexporten Deutschlands. Aus vorliegenden Informationen ergab sich, dass auch Materialbestandteile oder Grundstoffe für ABC-Waffen in die Türkei geliefert wurden. Eine Befragung eines Staatssekretärs lieferte die Antwort, dass auch ABC-Schutzmaterial geliefert worden sein könnte. Die Frage, was denn geliefert worden ist, wurde so beantwortet, dass nach einem Verfassungsgerichtsurteil eine solche Frage im Detail nicht beantwortet werden muss. Etwa so, genau so habe ich mir immer Transparenz und die Einbindung der Legislative in sensible politische Fragen vorgestellt. Sieht man auf die politische Situation in der Türkei wie Presse- und Meinungsfreiheit, Justiz etc., so ist dies eher ein Fall für ein Wirtschaftsembargo, gerade auch im Vergleich zu Russland. Aber wir brechen die EU-Beitrittsverhandlungen keinesfalls ab und es werden weitere Steuergelder zur EU-Beitrittsvorbereitung in dieses Land gepumpt. Wie war das nochmal? Die Beachtung der Menschenrechte ist für jede Exportentscheidung von hervorragender Bedeutung. Es erhebt sich die Frage, welche Interessen die Bundesregierung auch bei Rüstungsexporten vertritt. Unsere nationalen Interessen und Werte oder geopolitische Interessen der Amerikaner. Die Palette der Werkzeuge, die Rüstungswünsche anderer Länder zu befriedigen, ist groß. Sie reicht von der Lieferung ganzer Produktionsanlagen, Blaupausen, Rüstungskooperationen, Sammelausfuhrgenehmigungen etc. Kurzum, unsere Rüstungsexportkontrolle ist eine Farce, auch was die Legitimation für Genehmigungen angeht. Arbeitsplatzargumente sind nicht stichhaltig, damit der maroden materiellen Situation der Bundeswehr im Inland genügend Arbeit vorliegen würde. Was ist die Quintessenz? Wir sollten in zukünftigen Gesetzgebungsverfahren als Parlament die Kontrolle über die Rüstungsexporte gewinnen und Transparenz schaffen. Wie anfangs erwähnt, Rüstungsexporte haben etwas mit Elend und Leid und damit aber auch, meine Damen und Herren, gerade für uns hier im Parlament, mit Schuld zu tun. Vielleicht schaffen Sie es ja, liebe Kollegen, Ihre ideologischen Vorgaben zu überwinden und uns, mit uns die Probleme der Rüstungsexporte zu lösen. Vielen Dank.
das Wort hat die Abgeordnete Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die FDP-Fraktion. Vielen Dank.